So, dann müssen wir halt warten, bis wir offene Grenzen haben. Hängende Gärten mit einem kostenlosen Garten. Aha, das bräuchten wir hier gleich. So, zwei. Ja, wir sind im Blablabla-Fluss. So. Okay. Ich warte jetzt hier. Ich meine, wenn wir sie angreifen, macht das auch keinen Unterschied. Hat nun 4 Bürger, die Stadt Korinth. Ja, sehr schön. So, du hast auch gleich 5 Bürger. Wir sind... Wuzetian hat uns überholt. Scheiße. Scheiße. 21 Runden. Wir haben aber die Zustimmung von unseren beiden hier. Marie, die bringt uns, ne, Ressource Pferde. Fortfahren. So, das heißt, wir können gleich wieder auf nächsten Sache forschen. Was gibt's da? Da gibt's Währung. Das gibt uns Kohle ohne Ende. Das wäre geil. Mit Bauwesen wäre auch mal gut. Dann könnten wir nämlich auch... Ja, aber erstmal Kohle. So, die baut bestimmt schon, ja, Mauern um ihre Sachen rum. Jetzt hat sie da irgendwie nur 9 und ich habe 11 und 10. So, nächste Runde. Sparta, aha, ist auf 5. Sehr schön. Das war gut. Das ist ein gegnerisches Schiff gegen Manila. Warum gehen alle auf Manila? Auf jeden Fall haben wir... Ja, so. Wir sind besser jetzt als sie durch die Entdeckung einer neuen Technik. So, Kornspeicher, was auch immer. Wir können mal hier ein Katapult, ein Begleit, ein Katapult, ein Hoplit, ein Katapult vielleicht auch, aber ich weiß nicht. So ein Zirkus wäre schon gut, aber ein Kornspeicher wäre immer noch das Beste, denke ich mal. Also machen wir mal einen Kornspeicher. Wir bereiten uns bald auf den Kampf gegen Guangzhou vor und dann holen wir uns auch gleich Shanghai hinterher. Weil das ist das Einzige, was sie sich, was sie noch hat dann. Ja, okay, sie besiegt langsam das Schiff und es flieht. Der Feind wurde bei der Stadt Sparta gesichtet. Oh, 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 das ist nicht gut. Aber in 3 Runden haben wir den Stonehenge. Ich hoffe nicht, dass irgendwer anders das mir jetzt kaputt macht. Wir sind ein Punkt besser und wenn wir Stonehenge haben, sind wir auf jeden Fall besser. Schmitz, wir sind natürlich wieder scheiß schlecht. Okay, da sollten wir wirklich mal wieder ein bisschen auf Angriff gehen. So, aber unsere Hauptstadt ist halt die Stadt, die halt Sachen bauen muss. Stadt Korinth ist jetzt gewachsen. Sehr schön. Wir haben ja Bautrupps, die machen das alles schön. Noch 15 Runden haben wir die nächste. So, wir haben Stonehenge. Glauben plus 5. Das ist sehr schön. Jetzt können wir nämlich, da haben wir bald eine Chance auf einen großen Propheten, eine höhere. Das Orakel wäre wirklich auch sehr schön. Hängengarten bringt einen kostenlosen Garten. Und der Garten bringt halt ziemlich viel. Und da der hängende Garten, wir haben noch nicht mal Garten erforscht, wäre das noch geiler. Aber wir brauchen erstmal, ah, das machen wir später. Hängende Gärten, National plus 25, ja, das wäre auch gut. So, und wenn noch eine Runde vorbei ist, dann denke ich mal, dass die hängenden Gärten noch schneller produziert werden. Fortfahren. Hängenden Gärten. Ja, bisschen schneller. Kauf. Können wir hier irgendwie was kaufen? Den Markt würde ich gerne kaufen. Und können wir die Verwaltung von Bürgern auf Produktion umstellen? Wow. Wenn wir auf Produktion umstellen, steigt sogar das bloß, dann dauert es länger. Bis neuer Bürger, dann machen wir es auch mal auf Produktion und haben wir auch gleich mehr Gold. So. So, dann forschen wir gleich mal die Steinmetzkunst einfach hinterher. Oder hier, so ein Pikenier. Spezialisiert auf Amt gegen Ritter und andere berittene Einheiten. Und dann Geländefelder erhöht. Offene Grenze, Ernährung von Bauernhof. Ja, das ist sehr schön. Ja, da ist Bauernhof. Öffentliche Verwaltung ist sehr schön. Deswegen sind wir auch ein bisschen schlechter, glaube ich, als Wuzetian gewesen. Weil wir einfach nicht die Anfangstechnologien, sondern die fortgeschrittenen Technologien haben. Ah, da ist ein Sperrkämpfer und der hat einen Kompostbogenschütze. Handelsweg erstellt. Dadurch kriegen wir ja Wissenschaft, soweit ich weiß. Das war unsere Sache. Ja, warum haben wir hier noch keinen Handelsweg? Aber der bringt uns was. So, dann machen wir mal wirklich die hängenden Gärten. Die sind wirklich geil. So, was großer Wissenschaftler plus 1. Da haben wir in 75 Runden ein. Aber wenn wir ein bisschen was herstellen, geht das wahrscheinlich sogar noch schneller. So, was bringt uns das? Das bringt uns, glaube ich, nur Zufriedenheit, ne? Von Stadtstaaten. Durch Stadtstaaten. 2 durch Stadtstaaten, ja. Aber es läuft. Es läuft zu unserem goldenen Zeitalter. Oh ja, so läuft das doch. So läuft das alles sehr gut. Was wird denn das hier noch? So Produktion ändern. Produktion wählen, besser gesagt. So eine Bibliothek wäre schon gut. Eine Bibliothek machen wir auch mal. So, wir haben in exakt, wir haben, bla 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 bla, 96 bräuchten wir, bla 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 bla. 16 Runden, da haben wir eine Chance auf einen großen Propheten. Ja. So, 2, 3 Runden, dann haben wir mehr Forschung wieder. Ja. Wissenschaft. Mal sehen.
wie das sich so alles hier so entwickelt. Alter, hat die viele Einheiten jetzt. Die sieht das schon, dass ich da mit meinem Hoplite stehe. So, nächste Runde. Alter. Was soll das? Manila wird dich angreifen, weil sie verbündet ist mit mir, ja? Manila ist total gut. So, könnte ich jetzt den Hopliten eigentlich verbessern? Ja, könnte ich. So, jetzt möchte ich mal, Wuzetian. Ich möchte mal mit dir reden. Offene Grenzen. So, danke. Jetzt kann ich nämlich hier auch durch. Das war nämlich mein Plan. Ich möchte hier eigentlich nur durch. So, was wollen wir als nächstes erforschen? Machen wir mal die Steinmetzkunst einfach nur, weil wir es können. So, ein Leuchtturm bringt Nahrung. Bräuchten wir aber nicht. Was wir bräuchten, wäre ein Arbeitsboot. Aber das dauert mir zu lange. Und ein Amphitheater, so ein Schrein wäre schon gut. Aber bricht Unterhalt. Bla, ist das eine Scheiße. Machen wir mal ein Arbeitsboot. Ne? Bringt mehr Kohle. Wir haben zwar genug Kohle eigentlich, aber das ist immer gut, sowas. Manila sucht Investoren. So, fortfahren. Steinmetzkunst. Da haben wir auch noch einen Kompositbogenschützen und einen Eisenschwertkämpfer. Alter, das ist doch gut. Wir könnten jetzt hier einfach uns immer Begleitkavallerie und sowas kaufen. Stadtmauer und Kaserne und Markt. Markt kaufen wir uns hier gleich. Das Stadtstadtblut damit ein öffentliches Manila. Ist Manila das, was wir hatten oder was wir noch nicht hatten? Na, das hatten wir schon. Wir haben 64 derzeit. Okay, dann müssen wir das wohl bald machen. Egal, ob wir wollen oder nicht, dann müssen wir das machen. Leider. Eisenverarbeitung, Schwertkampf an Helden-Epos. Aha. Angriff, tot, Mann! So. So eine Eisenverarbeitung ist schon gut. Ja. So, mit der 3 Runden, dann haben wir die nächste Bibliothek. So, und da haben wir dann 2 Runden. So, wie viel? 75. Haben wir schon den Pikenier? Haben wir hier Bonus gegen Beritten? Ja, also... Ich frag mich, was ihr dagegen machen wollt, hä? Was wollt ihr dagegen machen? Ich hätte mehr von denen erstellen sollen, bevor ich das... So, egal, ne? Egal, so, können wir hier auch Sachen kaufen, wie hier. Hauptblut können wir nicht mehr. Okay, dann machen wir mal... Hier, wir können einen Streitwagen, wir können eine Begleitkavallerie bauen. Theoretisch ein Katapult wäre auch gut. Aber wir müssen ja darauf achten, dass wir verbündet bleiben mit dem Stadtstaat da, mit Manila. Weil Manila sehr gut ist, dann Eisenverarbeitung ist, glaube ich, schon das nächste, ne? Ist schon Mittelalter. Waren wir schon. Eisenverarbeitung ist anscheinend nicht Mittelalter. Interessant, Gilden. Gilden würde uns auch wieder Politik einführen. Okay, dann machen wir mal einen Bautrupp. So, dann machen wir den Bautrupp mal hier Modernisierung bauen, sagen wir dem. So, dann machen wir dem ja auch mal gut den Sparta. Na, hast du irgendwelche Städte noch weiter? Ja, du hast Nanjing jetzt noch gebildet. Das heißt, wir bräuchten auch neue Städte. Ah, da gibt es auch noch sowas. Machen wir mal hier eine staatliche Bibliothek in allen Städten. Desto höher die Kosten. Staatliche Hochschule machen wir mal hier einen Markt, ne? Wie viel Geld hast du? Boah, du produzierst so Menge, nur so Menge, Alter. In dieser Stadt ein Orakel. Große Wissenschaftlerpunkte. Chichen Itza. Machen wir das. In Chichen Itza. In Korinth. Das dauert zwar ein bisschen, aber das geht schon. Okay, Eisenverarbeitung haben wir. So, Technologie. Machen wir Bauwesen als nächstes. Und dann haben wir sogar Eisen in der Nähe. Das ist sehr schön. So, und dann haben wir einen kostenlosen Garten. Was kannst du denn hier bauen? Du könntest eine staatliche Hochschule bauen. Du könntest aber auch einfach mal anfangen, ein paar gute Einheiten zu bauen. So ein Markt wäre auch nicht schlecht. Dann könnten wir mehr Kohle einsacken und Wissenschaft, ja. Machen wir aber trotzdem mal ein Katapult hier. Was seid ihr denn? Ach, danke, dass ihr die angreift. Finde ich gut. Danke, China. Danke, China, dass ihr so nett seid. So, Bauwesen. So, jetzt steigen wir unglaublich schnell an. Festung errichten ermöglicht Brücken über Flüsse. So, großer Tempel. Theologie ist sehr, natürlich sehr schön, weil hier ist ein Garten. So, wie schnell geht das denn jetzt mit den großen Wissenschaftlern? Immer noch plus 1. Machen wir nächste Runde. Klickt hier, bla. Klickt einfach bla, leck mich nicht, nein, eigentlich nicht, leck eigentlich war das, nämlich deswegen sage ich leck. So, kannst auch eigentlich angreifen, aber wenn du nicht möchtest, kannst du es natürlich auch lassen. So, nächste Runde. Mal sehen. Nicht mehr verbündet mit Manila, das ist schlecht. Aber ich glaube, ich spare mir mein Geld jetzt mal auf. Und kann jetzt mir mal hier was kaufen. Plus 2, plus 25, 17 und dann 25% von 17, alter Schwede, ich kann nicht mehr rechnen, das wären 4 nochmal, also hätte ich 6 Gold mehr pro Runde. 6 Gold mehr pro Runde, ja, wäre schon gut.
Wäre schon sehr schön. Und wir haben keine Zufriedenheit mehr. Da müsste ich, glaube ich, ein Kolosseum hier machen. Keine Zufriedenheit. Wir können natürlich auch uns hier ein bisschen verbessern, aber nein, das wollte ich nicht. Ich brauche ein dauerhaftes Mittel. So, da haben wir wieder zwei Zufriedenheit in unserem Reich. So ein Speerkämpfer und so ein Pikenier sind schon ein bisschen anders, ne? Dann könnte ich dich total ownen mit, aber will ich jetzt gerade nicht. Kein Gegner ist in der Nähe. Fuck, nein, nicht auf mein. Nein, Korinth, greif ihn an. Mit geilen Angriff. So. So, was machst du denn? Du greifst den jetzt auch an. Du bist down, Mann. So, das Katapult. Das können wir auch mal gleich hier hinschieben. So, in ein Gebiet wurde ein Gegner, so ein Markt. Dann, eine staatliche Hochschule wäre schon gut, oder? Ein Orakel wäre ein... Ein Orakel wäre auch gut. Wie viel wie lange dauert das? 27, ja, das dauert ein bisschen lange. Ein Kolosseum in jeder Stadt. Und hier, das ist... Naja, okay. Ein Markt in 5 Runden. Ach. Wäre schon gut, ne? Also machen wir mal den Markt erstmal. Dann kriegen wir nämlich Kohle. Ja, und dann betrachtet dieses Versprechen als erfüllt. Sehr schön. So, die Wunderfolzen sortiert nach den errichteten Wunder. Da sind wir natürlich besten. Und da ist der große Prophet. So, der große Prophet, den nehmen wir mal als erstes und macht mal eine Religion. So. Wir nehmen diesmal Christentum mal her, wirklich. Hier, zwei Wissenschaftler. Für jeden, eine plus eine globale Zivilbeleid. Wenn ein Missionar, eine P5er Anhänger, nicht feindlich fremden Städten. 100 Gold beim ersten Übertritt. Aha. Zwei Gold für jede Stadt mit dieser Religion. Einfluss auf den Nullpunkt bei Stadtstaaten mit dieser Religion. Glauben pro fremder Stadt mit dieser Religion, ja. Ein Zehnt, ein Gold pro 4 Anhänger. Ein Global für jede Stadt mit dieser, für je 5 Anhänger. Machen wir jede Stadt. So. Und dann Schreine bringt Zufriedenheit und steht mit 3 Anhängern. Zufriedenheit ist immer gut. Gärten bringt 2 Zufriedenheit in der Stadt. Das ist noch besser, glaube ich, weil ich Gärten öfter mache. Kauft mit Glauben vorhin das Landeinheiten. Nee, da machen wir Amphitheater mit einer Stadt mit 3 Anhängern. Glauben, jedes Weltwunder bringt. Ah. Das haben wir ziemlich viel. Und Stalker One spielt schon wieder. Alter, ist ja unglaublich, dass er immer wieder neu starten muss. So, dieses Katapult, das macht mal hier ein bisschen Erfahrung sich. Okay, das kann es nicht. Gut, ist okay. So, mal gucken, was es gibt. So. Natürlich. Ja, 15 Schaden. Wow, meine Güte. Okay, Ladesteine, bam, tot. So, Einheit benötigt Befehle. Geh dahin, nach oben. So, nächste Runde. Jetzt kann der wieder frei sich bewegen. Haben wir denn hier auch schon eine Verbindung? Nein, haben wir noch nicht. Oh, Alter, hat der mich voll geownt, Mann. Der ein Pfeil. So, das müssen wir mal ändern hier. Tod. Durch Verderben. Ja, Tod durch Verderben. So sieht's aus. Kompass bringt Gold von der Mundesinnung Fischerblüte. Ermöglicht Forschungsabkommen. Universitäten. Ich möchte mal wirklich ein bisschen auf Forschung gehen. Obwohl diese Stadt ziemlich geil wäre, Nanjing. Aber Gangsu hat weniger Verteidigung. Also, ne? Da müssen wir wohl auf die gehen. Ah, okay. Ihr geht auch alle auf Korinth. Colombo sucht Investoren. Mach mal erstmal Heilung. Ein Gegner ist in der Nähe. So, mal sehen. Wir haben 1 Zufriedenheit. Wow. Unglaublich sowas. Chichen Itza, Korinth schafft das schon irgendwann. Ich sag ja nicht, dass es bald schafft. So, jetzt haben wir sehr viel. So, Produktion wählen hier. Hier wäre so eine Produktion von einem Leuchtturm gar nicht schlecht. Halt mal. Eine Produktion ändern auf großer Leuchtturm. Das dauert zwar ein bisschen länger. Aber wenn du dich auf Produktion umlenkst, dauert das viel kürzer. So, du gehst mal hier hin. Und mach mal Fischerboot. Und dann haben wir schon wieder viel mehr Zufriedenheit in unserem Land. So, Produktion ist mal eine staatliche Hochschule. Muss ich. Oder ein Tempel? Nee, machen wir mal eine staatliche Hochschule. Ja, Wissenschaft plus 3. Ja, da ist es schon gut. Wissenschaft plus 23. Alter. Ja, durch die Bevölkerung 23 insgesamt. So, du Katapult. Kannst eigentlich gleich den angreifen. Alter, was macht ihr da?
Ich schaff's auch niemals, Korinth zu besiegen. Ich meine, wenn ihr mal seht, ich bin viel besser. Das ist gerade schlecht, das ist gerade sehr schlecht. Produktion ändern auf jeden Fall auf den Schwertkämpfer. So, nächste Runde. Alter, wohin geht ihr? Scheiße, scheiße, scheiße. So viele Einheiten. So, Speerkämpfer, folgt denen. Speerkämpfer, folgt ihnen. So. Ihr macht mal das. Und geht mal hier hin. So. Wir müssen den wirklich besiegen. Das sind zu viele Einheiten. So. Machen wir nächste Runde. Mein Gott, ist das spannend. Die gehen voll auf meine Hauptstadt, glaube ich. Okay. Also, ihr seid ja tot ohne Ende. Down. So, du gehst in meine Hauptstadt und machst mal das, was ich dir sage danach. So, der hat aber viele Einheiten. Ja, hat er. Religion gegründet. Aber wir haben ja schon Christentum hier. So, jetzt bist du tot. Kauf. Können wir mit Glauben schon ein bisschen nah? Nein, können wir nicht. So, was machst du denn? Du machst mal Bereitschaft. So, ihr folgt immer noch den Mysteriösen, wo ihr auch immer hin wollt, Leuten. Also wenn ihr hier eine neue Stadt gründet, seid ihr voll am Arsch. Weil dann werde ich euch dort besiegen. So, wir sind eine sehr kultivierte Nation, die natürlich dadurch auch ziemlich gut ist, dass sie kultiviert ist. So, erklärt schon den Krieg. Ha? Mach das schon. Mach doch. Schafft ihr ja eh nicht. Erklärt schon den Krieg. Ja, ich wusste es. Ich habe euch doch gesehen. Wie dumm haltet ihr mich? So. Ja, bedeutender Sieg. Unbedeutender Sieg. Unbedeutende Niederlage. Das heißt, wir heilen uns mal. Und der hier macht mal voll darauf. Ja. So, Einheit benötigt Hilfe. So, eine Runde überspringen. Nächste Runde. So, kommt näher. Aha. Ihr geht auch noch in die andere Sache. Sehr schön. Warum geht es so weit hoch? Da möchte ich gar nicht hin. Ah, ihr habt viele Einheiten gebaut. Sehr schön, dass wir das jetzt erfahren. Denn wenn nach dieser Runde haben wir viel Gold und können gleich uns eine nächste Einheit kaufen. Sowas habe ich nämlich in der Art geplant, ja. Ja, ich plane. So. So. Ja, Athen kann sich, glaube ich, alleine verteidigen. So, aber hier wird auch noch was gebaut. Und zwar, da kaufen wir gleich mal so einen Schwertkämpfer oder eine Begleitkavallerie. Anfällig gegenüber das, okay. Eine Fernkampfeinheit, dann machen wir mal Schwertkampf. Ja, Schwertkämpfer. Noch nicht. Ja, da machst du auch noch nichts. So. Mal sehen, wie ihr das schafft. Es schafft ihr garantiert nicht. So, fortfahren. So, Korinth kann Gegner angreifen. Ja, du bist eh tot. Also, ganz ehrlich, du bist eh tot. So. So, dahin. Schön. Okay, der hat nämlich den gleichen Plan wie ich verfolgt. Einfach den angreifen. Ey, das bringt dir doch gar nichts. Guck mal, wie wenig Schaden mir das macht. Das macht mir keinen Schaden. Alter, das macht mir kaum Schaden. Warum habe ich plötzlich so wenig Leben? Ach so, der hat mir schon angezeigt, warum nicht. Okay. Hat dann schon mit einem angegriffen, ja. Aha, da geht das schon voll ab anscheinend. So, das heißt, vollen Angriff auf ihn. So. So, das dauert zu lange. Das heißt,
Wir machen mal wirklich das. So. Du hast wirklich viele Einheiten, muss ich sagen. Das muss ich zugeben. So, aber das bringt ja auch nicht viel. Diese vielen Einheiten, die du hast, sind nichts gegen meine kleine und richtig gute Einheiten. Ja, sind besser als so, ne? Lieber mal. Ah. Ja. So, ja. Mal sehen. Ah, okay, das sieht nicht gut aus. Okay, aber... Okay, die überleben es auf jeden Fall. Sehr schön. Haben sie wenigstens die, haben das überlebt. So, du greifst den auf jeden Fall an. Und du greifst... Den tötest du. Dann greifst du den an. So, den greifst du an. So, da drin ist ja noch der. Der jetzt den angreift. Ich heile mich mal. So. Was kannst du denn bauen? Produktion wählen. Da machst du mal wirklich... Hier ein Pikenier. Speziell auf den Kampf gegen Ritter und andersseitige. Ja, Streitwagen, Bogenschütze, Schwertkämpfer. Schon Schwertkämpfer ist schon okay. So, hier, Begleitkavallerie. Ja, du bist tot. Ja. Okay, ja. Angriff! Ja, du hast schon viele Einheiten. Das muss ich dir wirklich lassen, dass du wirklich so viele Einheiten hast. Aber wir sind immer noch besser. So, du bist tot. Ich muss mal hier wirklich immer heilen. Das ist die einzige Möglichkeit. Na okay, dich besiege ich. Okay. Dann forschen wir weiter. Jetzt dauert Metallguss nicht mehr lange. Das machen wir mal. Und dort... Jetzt habe ich Doppelklick sozusagen gemacht. Nämlich Links- und Rechtsklick. Ah, okay. Der macht das mit uns mit Belagerungseinheiten kaputt. Ist aber okay. Er hat also wirklich nicht viel Wert auf seine Einheiten, also welche Einheiten er hat, gelegt, sondern wirklich nur, dass er welche hat. Watt nicht besiegt. Ach, scheiße. So. Bedeutet, dass ihr auch mal hier angreift. Eine Einheit zu kaufen. Okay. Wir können nur einen Krieger kaufen, anscheinend. Also, ja, okay. Missionar. Missionar ist gerade wichtig. Okay. Du könntest die wirklich... Du hättest unbedeutende Siege. Aber nächste Runde ist immer noch die beste. Okay, du greifst wirklich an. Alter. Wie dumm kann man sein? Okay. Damit hast du deine Einheiten mega geschwächt. So. Jetzt bist du fertig. Ihr geht alle down, Mann. So, du gehst gleich jetzt down. So. Und gleich du gehst auch mit. So, und dann ändern wir die Produktion. Erstmal müssen wir überhaupt eine Produktion machen. Da, danke. So, dann haben wir doch mal hier eine Produktion wieder, ne? So eine Begleitkavallerie machen wir mal in Pikenier. Der ist nämlich ziemlich stark. Und der Missionar, der geht einfach mal in die verbotene Stadt. Nicht? Okay. Geht einfach mal in die andere Stadt. Ich meine, was soll das schon, ne? So, was sagst du denn? Oh, das... Sie verliert die ganze Zeit Einheiten. Und ja. Also sie hat jetzt...
mehr als ein Zeitalter auf jeden Fall verloren. Ja. Das sieht nämlich wirklich so aus, dass sie mehr als ein Zeitalter verloren hat. Ist schlecht gegen... Watt auf Fortbewegung. Kampf erzeugt wahrscheinlich große Generäle. Okay. So, das heißt, wir machen mit dem mal. Was machen wir hiermit? Aha, ja, ja, aha. Entscheidender Sieg machen wir mal mit dem hier. Unbedeutender Sieg, ist egal. So. In unserem Gebiet wurde ein Gegner gesichtet. You don't say. Also ich weiß ja nicht. Du kannst dich wirklich hier... Du kannst dich da nicht hinbewegen, weil da ein dummer Bautrupp ist. Natürlich. So läuft das immer. Und damit hat er sich vollständig erholt. So, Bautrupp. Kannst du mal bitte da rausgehen? So, du bist tot. Dann machen wir mal eine Runde. Eine Begleitkavallerie. Das ist alles Straße, Dschungel. Dschungel ist Dschungel darunter. Ja. So, mal kurz heilen. Ja, du musst leider weiter auf den hier gehen. So, dann gucken wir gleich mal, was es hier so gibt. An neuen Sachen. Da können wir gleich mal in Physik machen. Einfach ein Tribok. War klar. Er greift jetzt alle an. Und da es alles Fernkampfeinheiten sind, wird er wahrscheinlich getötet. Ja. So, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also du musst als erst einfach nur weg aus der Stadt, damit der hier sein Werk verrichten kann. So, wie viel? Er hat 9 Anhänger. Und der hat hier 6 Anhänger. Gut. Frag mich auch immer, was das mit Anhängern zu tun hat. So, dann haben wir nächste Runde einen Pikenier. Ist egal. Hat er nur als Fernkampf, ist klar. Das ist natürlich jetzt schlecht, dass er natürlich nur Fernkampf hat. Das ist nämlich die Stärke von Fernkampf. Na, eine Einheit wurde... Ja, weil halt Fernkampf ziemlich gut ist. Ja, du kannst jetzt bauen. So, und der Pikenier, der kommt jetzt mal hier hin und greift gleich den an. So. So, Athen, was baust du jetzt? Ja, schön. Athen baut jetzt eine Begleitkavallerie, glaube ich. Gegen Speerkämpfer hat er Speerkämpfer. Der hat keine Speerkämpfer. Speerkämpfer, ja. Das weiß ich auch nicht. Dann gehst du mal hier hin. Dann hast du ein bisschen bessere Chancen, glaube ich. Na, da kannst du immer noch mal nichts tun. Ah, du versuchst jetzt anzugreifen. So, der ist jetzt tot auf jeden Fall. Dieses Katapult ist tot. Weil die Katapulte sind die schlimmsten Sachen von allen. Angriff via Fluss. Das wäre alles okay, aber... So. Okay, du machst mal nichts. So, was sagst du denn? Was willst du denn jetzt, ne? Oh, ja. Wir haben noch eine. Okay, wenn du sagst. Ich meine, wir haben zwar Korinth total. Ne? Aber ist okay. Wenn du sagst, wir haben immer noch. Also, du hast wirklich deine Einheiten verschwendet. Also, das war. Okay, jetzt möchte er dir noch wirklich einen letzten Schlag hinzufügen. Ich meine, das bringt nichts mehr. Also, nicht für sie. Naja, du bist jetzt einfach noch getötet. So. So, mal sehen. Okay. Du wirst nochmal angegriffen. So. Du musst dich mal kurz zurückziehen.
Weil einfach so. So, Einheit benötigt Hilfe. Dann machst du mal hier nichts tun, eine Runde. So, nächste Runde. Ah, da zieht sie ab. Da zieht sie ab. Ja, okay, du erkundest weiter. Ist mir jetzt auch egal, ob du stirbst. Du sollst schon sterben. Ja, wir haben die meisten Technologien. So. Dum, 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 dum. Ja, heil dich mal, ne? Was anderes kannst du ja nicht. Wow, ein Gebiet, was? So. Eine Gefahr wurde in unserem Gebiet sozusagen gesichtet. So, Korinth ist jetzt ziemlich aus dem Schneider. Hat nämlich keine Angst mehr vor irgendwas. Ich sehe es ein. Ah, okay, jetzt kommen sie zurück. Das war ein kleines Ablenkungsmanöver, ja. Das ist mir aber egal. Ich muss seine ihre Städte angreifen. Eine Einheit wurde getötet. Ist mir aber auch Schnuppe. Erstmal Angriff, würde ich sagen. So, Angriff. I will do dich tot, ja? Also sag mal nichts. So, da machst du nichts mal. Und wir können eine neue Sozialpolitik. Jeder erhöht die Kulturkosten um 33% weniger. Leitet zudem ein goldenes Zeitalter ein. Die mit der Hauptstadt verbunden sind. Ah, ich brauche mal gerade Zufriedenheit. Das ist natürlich auch schön, dass hier wieder alle total toll drauf sind. So. Du machst auch mal Bereitschaft. Was du da baust, weiß ich auch nicht. Eine Universität wäre wirklich schön. Hm. Die große Mauer wäre auch gut. Aber das muss ich dann später machen. Mache erstmal eine Universität. Und was du machst, du kaufst dir mein Geländefeld. Und zwar das. Dann können wir dann danach auch die große Mauer bauen. So, dann haben wir in einer Runde Physik. So, Physik. Sehr schön. So, Sparta kann jetzt immer einen Gegner angreifen. Wird auch natürlich auch lustig. Was wollt ihr jetzt nächstes erforschen? Mal was natürlich erforschbar ist. Wie es geht. So. Na, du bist auch getötet. Greif mich ruhig alle an. Ihr schafft es nicht, mich zu besiegen. Ja. So, lad mal bitte. So. Also wenn wir jetzt schon Peking erobern würden, wäre das natürlich episch. Aber das schaffen wir nicht. Hast du noch irgendwo noch eine fünfte? Nein, du hast keine fünfte Stadt. Machen wir nächste Runde. Okay, da kannst du einfach hinziehen. Und ihn besiegen. So, ich kann einen nahen Gegner angreifen. Wie nah? Also so sehr nah dachte ich jetzt nicht. Einheit benötigt Befehle. Achso, das ist der. Der kann man sich zurückziehen. Was machst du mittlerweile? So, du gehst mal hier rein. Hier rein gehst du. Und du gehst mal auch hier hin. So, was bietest du mir denn an? Nein. Wie heißt die? Gangsu, glaube ich, ne? Ja, Gangsu. Gut. Ich mach das. Wie, welche Handel? Und dann möchte ich noch Gangsu. Ich möchte Gangsu. Eine Stadt von dir möchte ich auf jeden Fall. Ich meine, sonst erobere ich die mir. Das wird jetzt nicht zu schwer. Es wird schon schwer, aber es wird nicht zu schwer. So, du schläfst mal hier drin.